14C und B2C Teil 2. Warum Teil 2, meine Damen und Herren? Weil ich Ihnen vor etwa einem Jahr schon mal ein EuGH vorgestellt habe, ein EuGH-Urteil vorgestellt habe. Wenn ich es hinkriege, blende ich das hier oben irgendwo mal ein. Video heißt, EuGH setzt dem Schreckgespenst des Paragraphen 14c USTG ein Ende zum Teil. Und heute das Update. Warum? Weil die Finanzverwaltung mit Schreiben vom Ende Februar 2024, auch das blende ich hier mal ein, das Ganze sich angenommen hat und letztlich gesagt hat, jawohl, wir wenden dieses EuGH-Urteil an, aber mit Einschränkungen. Also jetzt gucken wir uns das mal so ein bisschen an, was da drin steht. Ich mache mal die Kurzfassung zum EuGH-Urteil. Falls Sie mehr wissen wollen, wie gesagt, das alte Video angucken auf dem Kanal, da ist ja drauf. Der EuGH hat letztlich entschieden, Paragraph 14c Umsatzsteuergesetz, du weichst zu hohe Steuer aus, also zum Beispiel 1000 plus 190, dann schuldest du im Regelfall auch die 190, wie es auch im Paragraph 14c Umsatzsteuergesetz drinsteht. Warum? Weil der Rechnungsempfänger daraus sich unter Umständen ja Vorsteuer zieht. Und damit das Steueraufkommen nicht gefährdet ist und der andere, wenn der sich 190 Vorsteuer zieht, muss ich ja 190 Umsatzsteuer abführen. Auch wenn das fehlerhaft ist. Es könnte sein, es ist ein 7% Umsatz, das könnte sein, es ist sogar steuerfrei. Aber man sagt eben, wenn das Gefahr besteht, dass der andere sich Vorsteuer zieht, muss ich auch die ausgewiesene Steuer abführen. Und da hat der EuGH eben gesagt, ja, das stimmt vom Prinzip her, aber das setzt natürlich voraus, dass die Steuer auch gefährdet ist, also dass das Aufkommen gefährdet ist. Und wenn Sie jetzt die Rechnung an eine Privatperson schreiben, ja, dann kann das Steueraufkommen gar nicht gefährdet sein. Warum? Der zieht sich ja keine Vorsteuer. Die Privatperson hat ja kein Vorsteuerrecht. Und deswegen ja damals die Entscheidung vom EuGH, naja, wenn die Kunden alles Privatpersonen sind, dann gäbe es also keinen 14c Umsatzsteuergesetz. Das akzeptiert hier die Finanzverwaltung, kommt auch jetzt in der Anwendungserlass rein, beziehungsweise ist im Umsatzsteueranwendungserlass schon drin. Mit aber einer, wie ich glaube und finde, sehr großen Einschränkung. Nämlich die Finanzverwaltung sagt, dass das Ganze nur dann gilt, wenn ich nachweisen kann, dass der andere eine Privatperson ist. Und ich darf es allerdings nicht schätzen. Und das halte ich für ein ganz großes Praxisproblem, weil sie halt häufig Massenfälle haben. Ich mache mal einen theoretischen Fall, wo Sie das, glaube ich, sehr schön sehen. Aber wir nehmen mal zum Beispiel an, unser Mandant ist ein Buchhandel, also Umsätze zum ermäßigten Steuersatz und der programmiert seine Kasse falsch und der schreibt aus Versehen jetzt einen Monat lang Kassenbons mit 19%. Also die Bücher sind mit 19% abgerechnet. Ist jetzt klar, zu hoher Steuerausweis, brauchen wir nicht diskutieren. Und jetzt gebe ich aber lauter so kleine Kassenbons aus, weil jedes Buch da irgendwie 20 bis 50 Euro kostet. Jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt kann ich natürlich nicht mehr rauskriegen, wem habe ich den Kassenbon geschrieben, ist der Empfänger jetzt eine Privatperson, ist der Empfänger ein Unternehmer oder nicht. Und jetzt müsste ich ja schätzen, dass ich irgendwie sage, naja, wahrscheinlich 70% der Kunden sind privat, 30% sind Unternehmer oder irgendwie sowas. Und das geht laut BMF explizit nicht. Da bin ich persönlich mal gespannt, wie das ein Gericht mal sehen wird, wenn das vor Gericht kommt. Also das würde ich tatsächlich auch mal durchklagen. Ich glaube, da haben Sie Chancen. Ist die Finanzverwaltungsmeinung, müssen wir momentan damit leben. Das heißt, das Urteil, was hier der EuGH gesprochen hat, schränkt die Finanzverwaltung halt auf beweisbare B2C-Fälle ein. Also ist halt die Frage, wie kann ich das nachweisen, dass es B2C-Fälle sind? Natürlich entweder dadurch, dass ich den Empfänger quasi kenne. Also, dass ich sagen kann, guck mal, liebe Finanzverwaltung, ich habe hier eine Rechnung mit 1000 plus 190 geschrieben, obwohl 1000 plus 0 richtig gewesen wären, aber der ist eindeutig Privatperson hier, ich kenne denjenigen oder irgendwie sowas. Folge dann wäre, Sie schulden die 190 gar nicht, weil es gibt keinen 14c in B2C-Fällen. Also Sie schreiben zwar eine Rechnung plus 190, aber Sie haben halt 1190 brutto gekriegt, müssen aber keine Umsatzsteuer abführen. Ja, das ist dann die Rechtsfolge. Müssen Sie ja beweisen, dass diese, also Sie müssen den Kunden kennen, und beweisen, dass es eine Privatperson ist. Und ansonsten glaube ich persönlich auch noch, dass Sie das über AGBs regeln könnten. Denken Sie mal an einen Online-Shop, wenn Sie da jetzt irgendwelche Rechtsfehler machen, da steht ja ganz häufig in den AGBs drin, wenn du dich in meinem Shop registrierst, bist du Privatkunde, außer du hinterlegst im Kundenkonto deine USTD-Nummer. Und das wäre auch sowas, wo ich dann sage, also wenn der Kunde ja den AGBs bei der Registrierung zustimmt und damit ja auch quasi selber sagt, hallo, ich bin Privatperson, dann muss ich ja als Unternehmer mich darauf verlassen können, dann habe ich es in meinen Augen auch bewiesen und dann kommen sie auch um das Thema 14c Umsatzsteuergesetz rum. Das sind so die Punkte, die in der Praxis gehen werden. Wie gesagt, dass es nicht schätzbar ist,
da wird sich irgendwann mal ein Gericht drüber unterhalten dürfen, glaube ich einfach mal. Und wenn das dann kommt, raten Sie mal, was der Herr Schäfer wieder machen wird. Richtig, wieder ein YouTube-Video dazu. Und damit Sie das dann nicht verpassen und auch die ganzen anderen Videos bis dorthin nicht verpassen, ist eine gute Idee, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, gucken mal, was wir da machen. Und ich sag mal auf Wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.